Für diese Ausfahrt. Boah, jetzt really? Echt jetzt? Du siehst, da kommt ein fetter Laster, der ein bisschen ausholen muss wegen dem Kack-Anhänger und du fährst einfach rein. Ja, ganz ehrlich, selber schuld, Mann. Ja, geil, Alter. Wenn die Bank jetzt abhebe, dann kriege ich richtig Probleme, Mann. Dann kriege ich eine E-Mail mit freundlichen Grüßen ihre Bank, Alter. Sie sind im Minus. Ey, wieder scheiß KI. Da hinten ist ein LKW-Händler. Den nehme ich doch mit. Das ist ja sogar die viel bessere Route. Ich fahre jetzt einfach geradeaus durch, Alter. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Euro Truck Simulator 2 auf dem PC und zwar Folge 63. Wir machen weiter, wir haben eine Tour, ganz klar, so sieht es aus. Die fahren wir weiter mit unserem wunderschönen Scania, der noch nicht so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Paar Tuning-Teile und so hat er einfach noch nicht, weil wir kein Geld haben. 8700 Moneten auf dem Konto, das ist sehr mies. Werfen wir ganz kurz mal auf die Bank. Wir haben ja zwei Kredite hier am Laufen. So, und der eine immer noch vor den 400.000er. Den sind wir aber auch ganz schön dick noch am Bezahlen. Hui, ja, hui. Da haben wir aber noch ein paar Schildchen hier auf dem Start, ne? 8600 pro Tag. Das heißt, wenn er jetzt abzieht, dann sind wir mal ganz kurz vor der Dispo-Grenze. Ne? Aber das war richtig. Egal. Wir drücken auf Fahren. Wir fahren weiter. Wir müssen hier einfach, ne, einfach. Wir müssen Geld ranbringen. Und das ist das, was wichtig ist jetzt. So. Ah, unser wunderschöner Scania. Okay, wir fahren los. Und unser richtig nice Navigationsstimme. Ah, ist das toll. Biege nach rechts ab. So, unser schöner, machen wir hier Fernlicht, damit wir was sehen. Ist ja leider immer noch nachts hier. Boah, wir haben noch 728 zu fahren. Stimmt, ich erinnere mich. Wir haben sehr viel Geld verloren. Wegen dieser scheiß Spezialauftrag da, weil der KI-Verkehr sich einfach so dachte, ja, ich gehe einfach mal nicht aus dem Weg. Achtung, achten Sie auf die. Boah, hier geht's ja bergab, oder wie? So, 80 hier nur erlaubt. Ist natürlich wieder fantastisch. Wo sind wir überhaupt? Nach Laibach, Balkan, Loco. Müssen wir das transportieren? Kriegen immerhin 20.000 Euro dafür. Yep, die brauchen wir aber auch. Ganz dringend sogar. Grundsätzlich sind wir beim American Truck, wie gesagt, deutlich besser weggekommen. Wir fahren jetzt hier Richtung Prag, okay. Wir sind in Deutschland wieder gestartet, ne? Genau, wir waren ja in Dresden wieder bei unserer Zentrale, soweit ich weiß. Joa. Junge, der Tunnel ist aber auch auf Steroiden von der Beleuchtung hier. Ist ja Wahnsinn. Das ist ja ein schönes Ding hier. Da müssen wir mal gucken jetzt, wie viel Distanz wir schaffen. Heute wird es schwierig.
Also der Auftrag wird sich wahrscheinlich noch ziehen. Ich muss noch auf alle Fälle nochmal schlafen. 5 Stunden. Würde ich damit vielleicht gar nicht so lange warten? Vielleicht noch 2 Ingame-Stunden, dass wir so gegen 2 Uhr nachts schlafen gehen einfach. Und den Rest dann im Hellen zu Ende fahren können. Ja, jetzt wäre ein bisschen früh, aber wobei, wenn ich jetzt schlafe, ist 7 Uhr. Meine, warum nicht? Dann kann ich doch, wobei ich habe halt noch 9,5 Stunden Fahrt, das ist halt wieder das Problem halt, ne? Dann muss ich nochmal schlafen. Ja. Bei 9 Stunden hätten eigentlich, wären vielleicht gegangen, aber gut. Jetzt bin ich in Fahrt, jetzt fahre ich auch so. Ganz einfach. Hier sind ja wenigstens mal wieder Laternen. Ne, nicht Laternen. Doch. Heißt doch so, Straßenlaterne. Oh Gott. Hier sieht man ja wenigstens was. Jetzt sind die Laternen wieder weg, dann siehst du direkt, ohne Fernlichtern auch noch, wie du es eigentlich dürftest. Also so fahren ist ja auch wieder nicht sehr spaßbringend, muss ich sagen. Ja, wie gesagt, und ich werde mir dann auch, also dann, dass wir auch nachts wirklich bedenkenlos hier fahren können, werde ich mir dann auch Front- und Dachmontierungen holen. Dass wir dann bei Nacht auch so richtig schön sehen. Ob man das jetzt darf oder nicht, das ist mir komplett egal. Von daher. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt ja. Nehmen. Jetzt really? Echt jetzt? Du siehst, da kommt ein fetter Laster, der ein bisschen ausholen muss wegen dem Track-Anhänger und du fährst einfach rein. Ja, ganz ehrlich, selber schuld, Mann. Ja, geil, Alter. Wenn die Bank jetzt abhebe, dann kriege ich richtig Probleme, Mann. Dann kriege ich eine E-Mail mit freundlichen Grüßen ihre Bank, Alter. Sie sind im Minus. Ey, dieser scheiß KI. Da hinten ist ein LKW-Händler. Den nehme ich doch mit. Das ist sogar die viel bessere Route. Ich fahre jetzt einfach geradeaus durch, Alter. Wenn ich schon hier bin, dann nehme ich den auch mit hier. Weiß zwar nicht, was das ist. Wir haben ja, glaube ich, jetzt schon alle, aber. Okay, lass uns eine neue Route finden. Ja, ja, genau. Kommt der hier schon wieder an ihr Schissen, ne? Zweite Ausfahrt nehmen. Sieht doch eiskalt vorbei, ne? Sind schon mutig, die Leute. Es scheint ja nicht zu wirken, dass hier so ein fetter LKW ist, ne? Oh, ein Renault-Händler haben wir hier. Schön. Ja. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Alles klar. Ganz wie sie es wollen. So.
bleibe, dann bleibe ich doch erstmal hier. Immer geradeaus. Rechts will ich nach Linz kommen. Interessant. Könnten wir eigentlich stoppen. Dann haben wir die Nacht auch überstanden. Ganz solide 10 Uhr, ist das nicht schön? Ach, danke dir. Getriebeumschalter hat mal wieder nicht funktioniert. Ja, jetzt sieht man auch wieder was. Ist das schön. Wieder nicht so viele Kilometer geschafft. Das ist ja unglaublich. Ja, wenn man nicht smooth durchfahren kann, ist jetzt, merkst du es. Ja, durch Städte durch, jetzt wieder angehalten. Ja. Wird sich wirklich auf nächste Folge dann verzögern. Das Problem ist dadurch, wenn jetzt nicht einer unserer Fahrer ein Wunder bewirkt und noch einen Auftrag jetzt mal eben abliefert. Werden wir jetzt gleich erstmal fett in den Miesen landen wegen diesem unnötigen Unfall. Sonst wären wir um ein paar hundert Euro plus geblieben. Aber dann wird heute der Tag sein, an dem wir uns hier richtig dick verschulden um ein paar hundert Euro. Ja. Das ist belastend. Alter, die Steigungen sind echt, aber guck mal, wie er dann wieder abgeht, weißt du? Schon krass, oder? Oder die Steigungen sind härter, als sie hier irgendwie aus dieser Windschutzscheibe aussehen, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ist denn unsere Ladung so schwer? 20 Tonnen ist jetzt eigentlich nicht so, also schon gut was, aber... Nämlich nicht.
Sollen sie machen, was sie wollen. Was mich hier nervt, ist, dass hier überall 80 ist, Mann. Wieso kann ich nicht 90 brettern, Mann? Gut, unser Trailer wäre eh nur auf 80 beschränkt, aber ich meine... Nicht, dass es mich hier interessiert. Wenn mein Navi 90 zeigt, fahre ich auch 90. Ich habe auch, glaube ich, nicht die LKW-Geschichte eingestellt, sonst würde immer nämlich nur 80 stehen, aber... So, Richtung Wien geht's geradeaus. Da müssen wir auch bleiben. Mal gleich gucken, dass ich hier auf die linke Spur komme. Kommt gerade keiner, dann nutzen wir es doch gleich mal. Oh. Viel mehr Zeit hätte ich jetzt auch nicht gehabt. Also so ist nicht. Genau, wir fahren in der Richtung... schon wieder die ganze Zeit die falsche Karte hier am Start. Wir fahren ja gleich hier schön nach Süden. Müssen wir wieder von der Autobahn runter und dann auf die andere rauf, die A52, wie es ausschaut. Alles Klärchen. Yep. Und jetzt ist es passiert. Minus 278 Euro. Autsch. Bitte rechts halten. Da ist auch direkt eine schöne E-Mail reingeflattert von der Bank. Ja, das ist krass. Nun die Ausfahrt rechts. Whiter Gates. Sieht schon wieder richtig schön aus, ganz ehrlich, Mann. Wirklich, meine Güte, du. Ich glaube, wir müssen echt an unseren Reifen was machen. Das sieht ja auch scheiße aus. Naja, dazu brauchen wir erstmal Kneterino hier. Ein paar Aufträge müssen wir dann noch runterreißen hier, bevor wir uns mal wieder was leisten können. Ist ja auch alles schrecklich, ja. So, jetzt ist hier Österreich, ja? Und Tschechien? Ist das Tschechien gewesen? Ich habe gar keine Ahnung, Mann. Jedenfalls sind wir jetzt in Österreich und da darf ich doch hoffentlich wieder... Geschwindigkeitsbegrenzung. Jetzt sag nicht, ich darf hier nur 70 Gurken.
Hier steht 100. Ja, bei mir gibt er auch wieder nur 80. Ja, toll. Tja, und dann gleich noch eine... was ist das denn jetzt? Eine Wiegestation? Was gibt's das denn in Eurotruck, Digga? Wieso Einkommen minus 6000? Verarscht? Hä? Boah, Moment mal, was ist denn hier? Moment mal, wieso krieg ich den jetzt? Was mache ich denn hier? Ja, und nu? Muss ich hier stehen bleiben, oder? Oh, nö. Ist einfach nur... So spannend. Aber, ich check das jetzt gerade gar nicht. Warte mal, hier, Fahrermanager. Wieso habe ich denn jetzt hier Sebastian M? Was hast du denn gemacht? Kannst du mir mal erzählen, was du da machst? Digga, der Typ... So, ja. Steht um zu schlafen. Der ist gerade auf dem Rückweg. Der macht seinen Job. Digga, was machst du denn hier eigentlich, sag mal? Ich glaube, den muss ich feuern, Alter. Guck dir den Profit hier an. Und du, mein Lieber, du machst ja, also, ich meine, ist auch mittlerweile 5,0 bewertet. Aber hat ja hier nirgendwo Punkte. Na gut, die anderen, die haben alle nur Fernfahrt trainiert. Oh. Ach so, scheiße, ich hab die auf... Ah. Ja, wird mal Zeit, dass du hochwertige Fracht hier machst. Aber diesen Sebastian M, Alter, ganz ehrlich, da habe ich ja gar keinen Bock mehr. Ja, komm, wir fahren nächste Folge weiter, Alter. Ey, Sebastian M, Alter, ganz ehrlich, tschüss. Das ist ja dämlich hier. So, und jetzt brauche ich einen neuen. Ich brauche einen neuen Fahrer. Gib mir irgendeinen guten hier. Aus Deutschland. Ah, egal. Brauche irgendjemanden hier. Wer hat denn eine ganz gute Bewertung? Bis 10,65 pro Kilometer. Naja, komm hier. Ganz ehrlich, Wilma F, 3 Gefahrenspezifikationen. Ist okay, bisschen teurer, aber naja, wenn sie dann auch was machen, dann ist doch an sich schon mal ganz gut. Hat schon eine sehr gute Einstiegswertung. So, ganz ehrlich, zack. Fuck. Egal, ich kann nicht mal einen Fahrer einstellen jetzt. Alles klar, weiß ich ja auch schon wieder Bescheid. Dann machen wir nächste Folge weiter, Freunde. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Gucken wir das Ganze mir an. Sie haben ihr Konto überzogen. Wir haben einen gebührenfreien, kurzfristigen Kredit. Wir möchten Sie freundlich bitten, ihr Konto baldmöglich Ausgleich zu schaffen. Ja, naja, so ist es halt. Genau, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.